Hallo, hier ist der TriMet Video Podcast mit dem Monatsrückblick Dezember 2022. Mein Name ist Tim Okelmann. Im Dezember setzte der Aluminiummarkt seine Bodenbildung fort. Insbesondere die Veränderungen der Covid-Politik in der Volksrepublik China sowie die damit verbundenen Lockerungen aller Restriktionen verbreiteten Optimismus. Dennoch zeigte der Aluminium-3-Monats-Kontrakt trotz dieser Meldung eine Seitwärtsbewegung, da die Auswirkungen der Lockerungen mit Blick auf die steigenden Fallzahlen in China weiterhin schwer abzuschätzen sind. Im Monatsverlauf notierte der Aluminiumpreis in einer Spanne von 2350 bis 2580 US-Dollar pro Tonne. Im Dezember hoben sowohl die europäische als auch die amerikanische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 50 Basispunkte an. So beträgt aktuell der europäische Leitzins 2,5 Prozentpunkte und der amerikanische ca. 4,5 Prozentpunkte. Die US-Inflationsdaten fielen im Dezember niedriger aus als vom Markt erwartet. Dementsprechend konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnen und handelte in einer Spanne von 1,0395 bis 1,0735 US-Dollar. Auch im physischen Markt für Primäraluminium konsolidierten die Prämien. Gestützt wurde die Erholung von einem breiteren Contango, welches die Finanzierung von Lagerbeständen grundsätzlich attraktiver macht. Auch eine gesunde Nachfrage ließ die Rotterdam-Prämie um 10 US-Dollar auf 260 US-Dollar pro Tonne zum Monatsende ansteigen. Abschließend ein Blick auf die LME-registrierten Aluminiumbestände, welche im Monatsverlauf um rund 50.000 Tonnen gesunken sind und zum Jahreswechsel bei rund 450.000 Tonnen lagen. Und damit übergebe ich zum Ausblick an meinen Kollegen Leonard Schmidt. Vielen Dank, Tim. Lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick in den Januar werfen. Spannend bleibt aktuell das Wetter und seine Auswirkungen auf die Gasverbräuche in Europa. Derzeit wird erwartet, dass die gefürchtete Gasmangellage in Deutschland auch aufgrund der milden Temperaturen nicht eintritt. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Lockerung der Covid-Politik Chinas auf das chinesische Konsumverhalten und die konjunkturelle Entwicklung auswirkt. Trotz der Unsicherheit steigender Corona-Fallzahlen haben zum Jahresauftakt bereits finanzielle Marktteilnehmer eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft eingepreist und so die Aluminiumnotierung auf zeitweise über 2580 US-Dollar getrieben. Ob diese Kursgewinne sich halten werden, wird sich zeigen. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie uns gewogen. Ihre TriMet.